Moin und Waldmannsheil. Mein Name ist Gerd Brinker, ich bin gelernter Fleischer und bin zu Gast bei der Firma Artemis. Mein Name ist Arthur Schäfer, ich bin gelernter Fleischermeister und wir zeigen euch heute, wie wir eine Sau grob zerlegen. Wir haben hier einen abgeschwadeten Überläufer, Gerd, und den zerlegen wir jetzt grob. Jawohl, wir fangen an mit den Blättern. Hier ist jetzt noch ein Hämatom. Trotzdem kann man schön sehen, dass hier vorne an der Stelle der Blattknorpel sich bewegt. Das ist die Stelle, wo ich hinterschneide mit dem Messer. Hier ist der Blattknorpel und mit dem Messer schneide ich dann immer mehr in Richtung Blatt als in Richtung Rippen, weil ich komme da hinten anschließend an den Nacken und den möchte ich vielleicht ja nachher als ganzen Braten rausholen. Also schneide ich hier am Blatt entlang und kann das Ganze hier vorne, da ist der Knochen, einmal abschneiden. Ich lasse es einmal dran hängen. Das ist der Nacken. Und je weiter ich am Blatt schneide, umso weniger schneide ich hier in den Nacken. Soll heißen, ich bekomme hier ein ordentliches Bratenstück und hier das normale Blatt. Auf der anderen Seite genauso. Ich kann mir das hier so ein bisschen zeigen. Wenn man jetzt hier mal drauf achtet, an der Stelle, da. Da bewegt sich der Blattknorpel. Und an der Stelle schneide ich mit dem Messer einmal ein. Hältst du einmal fest, Arthur? Ja. Und komme direkt in das passende Vlies. Da ist der Blattknorpel, den ich mir hier vorher angezeichnet habe. Und schneide immer in Richtung Blatt, damit ich keine tiefen Schnitte hier in den Nacken bekomme. Wenn hier noch ein bisschen Knorpel dran bleibt, das können wir nachher parieren, das ist kein Problem. Aber so haben wir auf jeden Fall einen sauberen Schnitt über den Nacken. Die Bäuche, beziehungsweise hier die Bauchlappen, fangen wir oben unter der Keule an und schneiden bis an die Keule dran. Und hier kann man schön sehen, auch gegen den hellen Hintergrund, dass hier die Keule runtergeht und hier der Rücken hochkommt. Also muss ich hier in dem Bereich von Natur aus schon vorgezeichnet, bis auf die Rippe schneiden. Einmal, auf der anderen Seite genauso. Nicht zu tief schneiden, sonst komme ich hier in den Rücken und schneide mir den kaputt. Schneide hier gerade runter, bis auf die Rippe. Gerd, als Hilfe jetzt, wenn du die Rippen runtersägst, was würdest du dann machen, dass du jetzt, wenn du anfängst zu sägen, nicht aus der Flucht kommst und gegebenenfalls in den Rücken reinschneidest? Der Rücken ist hier gut sichtbar, auf beiden Seiten. Und damit ich einen sauberen Sägeschnitt machen kann, kann ich mir das hier anzeichnen. Hier vorne kommt der Nacken und dann kann ich hier vorne, wo die erste Rippe ist, von hier an, wo der Nacken anfängt, wo das Blatt saß, in die Richtung wird gleich gesägt. Auf der anderen Seite genauso. Hier ist der Rücken. Und dann hier vorne zur ersten Rippe, damit ich den Nacken möglichst ganz behalte und in den Rücken nicht reinsäge. Von der Innenseite her, wenn ich von hier aus gerade runter säge, komme ich hier automatisch vorne an der ersten Rippe an. Auf der anderen Seite genauso. So kann man sich das schön vorzeichnen. Und das letzte Stück, Fleisch kann man schlecht sägen, schneiden wir dann einmal sauber ab.
Und durch den Hilfsschnitt, den du jetzt eben gemacht hast, bist du hier auch super schön in der Flucht geblieben. Zeig mal auf der anderen Seite an, dass wir da ziemlich genau drin geblieben sind. Also hier sieht man. Genau, da habe ich vorgezeichnet im Prinzip und da haben wir abgesägt. Genau. Auf der anderen Seite genauso. Auch hier, um das jetzt noch einmal zu zeigen, sind wir an dem Schnitt, einmal ein bisschen drehen, an dem Schnitt, den wir vorher gezeichnet haben, dran lang, so wie auf der anderen Seite auch, und haben anschließend im Prinzip das Stück so schon fertig, dass wir Rücken mit Knochen vorbereitet haben. Als nächstes nehmen wir die Filets raus. Hier oben ist das Schloss und auf Höhe des Schlosses, wo das Schloss im Prinzip beginnt, sitzt hier oben das Filetköpfchen. Das schneiden wir einmal rein, nicht tiefer als so. Einmal reinschneiden, zum Schloss hin und am Schlossknochen runter und die Wirbelsäule runter. Auf der anderen Seite genauso. Man sieht ja oft, dass viele das nur dann an einer Keule hängen haben. Was ist der Vorteil, wenn es an einer Keule hängt? Was ist der Vorteil, wenn es an beiden Keulen hängt? Das können wir ja zeigen. Wenn ich dieses Stück nur an einer Keule hängen habe, fällt die Keule ja ein bisschen auseinander. Und dann habe ich ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten und kann hier hinter das Filetköpfchen einfach hintergreifen. Auf der anderen Seite genauso. Und dann habe ich die Filets im Prinzip schon aus dem eigentlichen Bett von der Wirbelsäule gelöst. Arthur, hier ist jetzt noch ein bisschen Pflaume drauf. Mhm. Findest du das gut oder findest du das schlecht, dass die Pflaume auf den Filets ist? Also der Pflaumen beginnt ja im Grunde unten an der Brustseite, ja, an der Brustinnenseite und geht dann über die Filets bis oben ans Schlossende. Ja. Wir ziehen tatsächlich die Pflaumen in der Bauchinnenseite raus, damit das Stück besser durchkühlen kann. Auf den Filets lassen wir bewusst die Pflaumen drauf, damit ich einfach dort den natürlichen Schutz vom Austrocknen habe durch die Kühlung. Die Kühlung entzieht ja dem Stück Feuchtigkeit. Sieht man auch ganz klar, die Temperatur, durch die Temperatur, die in der Luft ist, wird die Feuchtigkeit entzogen. Sieht man hier, wo die Schwarte drauf ist, haben wir ganz helles Fleisch von einem Überläufer. Und innen, wo ich im Grunde kontinuierliche Luftbewegung an dem Stück Wildbret hatte, habe ich natürlich eine Verfärbung vom Fleisch. Ist jetzt nicht schlimm, ist einfach nur, weil dort die Feuchtigkeit raus ist. Jetzt haben wir hier den Pflaumen drauf. Wenn ich den jetzt abziehe, habe ich wie hier außen ein super schön sauberes Stück Fleisch. Gerade bei den Filets, die ja wirklich das edelste Teil am ganzen Stück sind, enorm wichtig. Ja, also bei jedem Stück Wild das grobe Fett raus. Genau. Und auf den Filets nach Möglichkeit ein bisschen drauf lassen, richtig, damit die Filets nicht antrocknen und man alles nachher von den Filets verwerten kann. Als natürlicher Schutz. Wichtig ist natürlich auch beim Aufbrechen darauf zu achten, weil ja gerade die Filets als offenes Fleischteil im Wildinnenkörper liegen, dass ich die wirklich nicht kontaminiere und immer nach unten arbeite. Genau. Ich greife jetzt einmal hier oben hinter das Filetköpfchen. Da kann ich mit dem Finger hinter und kann das im Prinzip schon so fassen. Und dann brauche ich nur hier oben, das ist der Übergang in die Nuss, einmal ein bisschen lösen und komme dann schon wieder in Bindegewebe. Ein kleiner Schnitt am Beckenknochen, am Schlossknochen hier. Und dann habe ich das ganze Filet in einem Stück in der Hand. Das hier ist die Haut, die Arthur gerade beschrieben hat. Die können wir später einfach abziehen und kriegen dann ein ganz sauber pariertes Stück Fleisch. Dann wollen wir das zweite Filet auch einmal rausschneiden. Dafür greife ich wieder mit dem Finger dahinter und dann kann man hier schon sehen, dass ich hinter dem Filet angekommen bin. Hier oben ist der Übergang wieder zur Nuss. Da brauche ich nur einmal mit dem Messer ganz eben hinterfassen, das Bindegewebe schneiden. Hier kann man das schöner sehen, hier ist das Schloss. Einmal und schon fällt das Ganze auseinander. So, Arthur, hier ist auch das Häutchen so schön drauf, wie an meiner rechten Hand ich einen Handschuh anhabe, ist hier das Häutchen genauso drauf. Du hast keine Handschuhe an. Warum ist das so? Nee, tatsächlich haben wir jetzt keine Handschuhe, beziehungsweise ich jetzt keine Handschuhe an.
weil wir ja jetzt im weißen Bereich sind. Das Stück ist enthäutet, hat letztendlich jetzt auch einen Raumwechsel vorgenommen. Das heißt, wir sind in einem anderen Kühlhaus, wo die Tiere alle ohne Schwarte oder Decke hängen, nachdem die Fleischbeschau stattgefunden hat. Und dementsprechend müssen wir hier keine Handschuhe tragen, weil wir uns natürlich, bevor wir hier mit der Arbeit begonnen haben, desinfiziert und ordnungsgemäß gewaschen haben. Gut. Ich habe jetzt gerade, während Arthur das erklärt hat, hier ein bisschen vorbereitet. Hier oben ist der Übergang ins Kreuzbein. Wenn ich das als Null sehe, ist das hier der erste Wirbel nach dem Kreuzbein. Ich kenne viele, die brechen hier oben die Wirbelsäule, weil sie glauben, sie bekommen dadurch deutlich mehr Rücken. Das ist nicht so. Wenn ich hier oben reinsteche, muss ich bis hierhin, hier hört der Schlossknochen auf. Wenn ich hier oben reinsteche und breche dann die Wirbelsäule, muss ich mit dem Messer hier runter, unter dem Schlossknochen bis hierhin. Wenn ich das Ganze einmal hinhänge, hier hört der Schlossknochen auf. An meinen beiden, einmal hier, wo der Daumen ist, und hier am Zeigefinger. Dann ist das genau die gleiche Höhe, nicht bei 0, sondern bei 1. Ich steche rein, einmal nach rechts, auf der gleichen Höhe, und ich schneide hier direkt unterm Schlossknochen drunter her. Auf der anderen Seite genauso. Ich bin jetzt etwas vorsichtig, da steht nämlich der Arthur. Und dann kann ich das einfach nach vorne kippen. Dann löst sich hier das Gelenk in sich. Ich schneide einmal nach hinten. Arthur, kann ich davon direkt losschneiden? Ja, natürlich. Oder habe ich da noch Verschnitt? Nee, hier hast du gar keinen Verschnitt mehr. Können wir gleich Steaks von schneiden. Lecker. Die Keulen. Ich selber löse eigentlich den Schlossknochen lieber im Hängen aus, weil mir dann die Schwerkraft ein bisschen hilft. Ich schneide hier auf dem Schlossknochen einmal runter. Hier vorne komme ich ans Gelenk. Der Schlossknochen geht bis hierhin. Um diese Nase muss ich einmal drumherum schneiden. Auf die Rückseite. Und ganz wichtig ist, dass ich hier im Gelenk einmal das Fändchen, und die Kugel voneinander trenne. Und wenn ich diese Sehne hier einmal durchschneide, kann man da durchschneiden. Mit dem Messer auf die Rückseite vom Gelenk und wieder zurück an den Knochen. Und wenn ich am Knochen angekommen bin, kann ich hier Richtung Kreuzbein einfach hinterher schneiden und bekomme einen langen, geraden Schnitt hin. Und so, wenn möglichst wenig Zacken drin sind vom Schneiden, bekomme ich auch ein Stück Fleisch, was gut aussieht für den Verkauf, ohne immer daran lang zu schneiden. Auf der anderen Seite genauso. Hier ist der Beckenknochen. Um diese Kante muss ich drumherum. Die kann man auch gut füllen. Oben einmal drüber herschneiden, um diese Nase drumherum, wieder Richtung Kreuzbein. Das ist übrigens auch der Grund, warum man vernünftige Schutzhandschuhe trägt, weil wenn man so nah mit dem Messer dran ist, kann das schon mal schief gehen. Bei euch im Betrieb, Arthur, wie sieht das da aus mit diesen Handschuhen? Ja, natürlich wird, sobald ein Messer in die Hand genommen wird, wird natürlich der Handschuh angezogen. Bei uns sogar noch zusätzlich eine Stechschutzschürze, weil wir ja gewisse Schlagzahl auch bei der Zerlegung haben, wo die Mitarbeiter auch am Zerlegetisch halt in ihre Richtung arbeiten. Ja. Demnach ist natürlich dann auch der Stechschutz erforderlich. Was gibt es an dieser Keule jetzt noch auszusetzen? Ich könnte hier die ausgetrockneten Stellen noch sauber schneiden, dass wir die nicht zum menschlichen Verzehr geben. So, Gerhard, wir haben die Sau jetzt grob zerlegt, damit sind wir durch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ihr seid auf der Suche nach einer neuen und innovativen Art und Weise, euer Wildfleisch zu vermarkten? Dann solltet ihr euch unbedingt mal die Wildfleisch-App von Franconia anschauen. Die verbindet euch nämlich direkt mit euren Kunden.